Das nächste Thema, meine Damen und Herren, ist ein steuerrechtliches. Es befasst sich mit Verlustrechnungen bei Körperschaften, also bei Firmen oder Unternehmen, vor allem bei jungen Firmen. Der Gesetzgeber hat sich dazu durchgerungen, die steuerliche Verrechnung von Verlusten mit späteren Gewinnen zu erweitern, zu verbessern, also für diese Firmen. Insgesamt also wird die steuerliche Verlustrechnung neu geregelt. Erster Redner in der entsprechenden Debatte ist jetzt Philipp Murmann, CDU, CSU. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen liegt ein gutes Gesetz vor, auf das viele von uns schon lange gewartet haben. Und ich denke, das ist auch eine gute Nachricht für den Unternehmensstandort Deutschland, dass wir heute zum Schluss kommen in dieser Diskussion und dass wir das Gesetz heute verabschieden. Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Stärkung junger und innovativer Unternehmen durch die Möglichkeit, neue Investoren aufzunehmen, ohne dadurch die Verluste zu verlieren, sondern dass die Möglichkeit besteht, Verluste, die in frühen Phasen angefallen sind, mit späteren Gewinnen zu verrechnen und dadurch dann Eigenkapital bilden zu können. Und ich denke, genau dieses Ziel können wir auch mit diesem Gesetz erreichen. Ich denke auch, es lohnt sich. Wie können wir das erreichen? Wir schaffen ein neues Instrument, nämlich den § 8d im Körperschaftssteuergesetz, der sozusagen eine Art neues Gebäude eröffnet und den Unternehmen die Möglichkeit gibt, auf Antrag von dem Gebäude des bisherigen 8c in dieses neue Gebäude des 8d zu wechseln und damit eben die Verluste, die bisher angefallen sind, mit zukünftigen Gewinnen verrechnen zu können, wie ich das eben schon ausgeführt habe. Dazu müssen die Unternehmen entweder neu sein oder den Geschäftsbetrieb, den sie haben, bereits seit 3 Jahren geführt haben. Damit wollen wir verhindern, dass nicht irgendwelche alten Verluste aus irgendwelchen Geschäftsbetrieben, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, auch noch mit verrechnet werden können. Und ich denke, diese Möglichkeit, das so zu lösen mit diesem neuen Gebäude, ist wirklich eine sehr gute Idee. Und wer immer die im BMF hatte, dem müssen wir herzlich danken dafür. Und aus dem Finanzministerium NRW. Normalerweise sind es ja nicht Einzelne, die solche Ideen generieren, sondern sie werden sozusagen in einem Dialog entwickelt und dann eben auch zu Papier gebracht, was dann immer noch eine besondere Leistung darstellt. Was heißt das? Geschäftsbetrieb. Das heißt, dass dieser Geschäftsbetrieb natürlich bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Er darf nicht ruhend gestellt werden, er darf keiner anderen Zweckbestimmung zugeführt werden, es darf kein zusätzlicher Geschäftsbetrieb aufgenommen werden, er darf keine Beteiligung an Mitunternehmerschaften eingehen und er darf keine Werte übertragen zu einem geringeren als dem gemeinen Wert. Warum ist das alles so? Das klingt kompliziert. Das ist so, damit wir eben vermeiden, dass irgendwelche Verluste aus anderen Geschäften, die vielleicht auch da sind, mit in diesen 8D hineinwandern. Und so wollen wir Verluste eindämmen, die früher durch Mantelkäufe, indem man eben eine Gesellschaft kauft, die einfach nur Verluste hat, aber gar keinen Geschäftsbetrieb mehr hat, einfach nur diese GmbH kauft und diese Verluste nutzt, um dann damit irgendwas ganz anderes zu machen. Das wollen wir verhindern und damit natürlich auch Steuerverluste eindämmen. Wir haben lange darüber diskutiert, was bedeutet eigentlich Geschäftsbetrieb und was bedeutet es, diesen fortzuführen. Wie attraktiv ist eigentlich dieser neue 8D für junge Unternehmen? Die jungen Unternehmen selber haben uns in der Anhörung gesagt, es wäre überfällig, dass das kommt, denn die Großen können natürlich Verluste aus ihrem Geschäftsbetrieb schon immer innerhalb des Unternehmens mit Gewinnen verrechnen. Kleine Unternehmen und junge Unternehmen können das eben nicht. Und insofern haben wir, glaube ich, auch damit ein Tor aufgeschlagen für diese jungen Unternehmen, um ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen, neue Investoren aufzunehmen. Und das ist eben genau der wichtigste Aspekt. Wir haben dann diskutiert, auch mit dem BMF, lange auch in den Berichterstattergesprächen, okay, natürlich ist es bei jungen Unternehmen so, dass der Geschäftsbetrieb nicht ganz gerade ausläuft, sondern es gibt immer auch Veränderungen, weil am Anfang hat man eine Idee, mit der man beginnt, diese verändert sich dann leicht
Und diese Veränderung muss und wird auch möglich sein. Aber die Unternehmensidentität darf eben nicht geändert werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Merkmal, an das man sich halten sollte. Die Grünen werden sich ja wohl kraftvoll enthalten, leider, obwohl wir lange darüber diskutiert haben. Sie sind der Meinung, das ist eigentlich zu eng. Da kann man auch drüber reden. Also man sollte das breiter fassen. Die Linken stimmen ja dagegen. Denen ist es viel zu breit wiederum. Also insofern sieht man auch, die Diskussion ist durchaus unterschiedlich. Insofern denke ich, dass wir jetzt insgesamt einen guten Kompromiss gefunden haben, den wir jetzt auch in die Tat umsetzen wollten, um endlich damit loszufahren. Es gibt noch das Thema der EU-Konformität. Auch das haben wir natürlich intensiv diskutiert. Wir haben keinen Komfortletter bekommen, oder das BMF oder BMW hat keinen Komfortletter bekommen. Insofern gibt es ein gewisses Risiko. Wir denken aber, das Risiko ist vertretbar, denn diese Klausel, diese 8D, geht grundsätzlich für alle Unternehmen. Und es ist auch ein Bestreben, ein formelles Bestreben der EU-Kommission, dass gerade junge Wachstumsunternehmen durch alle möglichen Maßnahmen gestärkt werden. Und genau dem tragen wir ja mit diesem Gesetz Rechnung. Also setzen wir es auch ohne Vorbehalt in Kraft. Und ich denke, das ist auch gut so. Ganz zum Schluss noch vier kurze Aspekte. Erstens, Wirkung zum 01.01.2016 hat den Vorteil, dass auch alle Anteilsübertragungen schon in diesem Jahr mit eingehen. Zweiter Punkt, Evaluierung nach 3 Jahren, werden wir uns das noch mal angucken und auch schauen, wie attraktiv ist denn das Gesetz nun wirklich, wie viele Anträge wurden denn gestellt, müssen wir vielleicht noch mal nachjustieren. Und der dritte Punkt, den ich noch machen wollte, die Kommunalpolitiker gucken ja immer besonders auf ihre Zahlen, 235 Millionen Steuerausfälle bei den Kommunen steht in dieser kleinen Tabelle. Dabei denke ich, muss man nur immer gucken, welche Kommunen trifft es denn da. Das sind natürlich die Kommunen, wo junge Wachstumsunternehmen da sind, die neue Investoren finden und damit ja in den 8D eintreten. Das ist also nicht die Kommune, die vielleicht sowieso finanziell extrem unter Druck steht, sondern das sind in der Regel Kommunen, die eben Gewerbebetriebe haben, die Körperschaften haben, die überhaupt in die Lage versetzt werden, diesen neuen Paragraphen anzuwenden. Und der vierte und letzte Punkt, ein herzliches Dankeschön an allen, die daran mitgewirkt haben. Heinz Riesenhuber hatte heute nicht nur Geburtstag, sondern ich denke, er ist auch einer der Väter, ich sage mal zumindest des Antriebs dieses Gesetzes. Aber insbesondere gilt der Dank an das BMF, an die Mitarbeiter, Herr Dr. Meister, an Sie, aber auch an das BMW, die Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums und auch an Helge Braun im Bundeskanzleramt, der auch das Ganze positiv koordiniert hat. Denn am Ende ist was Gutes rausgekommen. Insofern möchte ich Sie bitten, ein positives Zeichen zu setzen und diesem guten Gesetz zuzustimmen. Herzlichen Dank. Als nächster Philipp Murmann war das, CDU-CSU-Fraktion. Weiter geht es mit Richard Pitterle, dem steuerpolitischen Sprecher der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher auf der Tribüne, stellen wir uns mal klischeehaft vor, eine Gruppe junge, dynamische Studentinnen und Studenten hat eine innovative Geschäftsidee und gründet ein Unternehmen, ein sogenanntes Start-up. Dafür brauchen sie zu Anfang und in den ersten Jahren immer wieder frisches Geld. Vielleicht auch, weil nicht alles gleich so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben, und weil das neugeborene Unternehmen erstmal nur Verluste einfährt. Das ist bekanntlich eine schwierige Phase. So, und nun kommt die Bundesregierung mit einem Gesetz, das etwas sperrig heißt, Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften. Daher. Damit wollen Sie nach Ihren Bekundungen Unternehmen, insbesondere auch Start-ups, unter die Arme greifen. Die potenziellen Geldgeber sollen nämlich in unser Start-up-Unternehmen investieren und dafür die Verluste, die das Start-up in den ersten Jahren gemacht hat, vereinfacht gesagt steuerlich verrechnen können. Soweit, so gut. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass junge, kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Gründungsphase gefördert werden sollen, klingt ja erstmal sehr nett. Ich habe wirklich angenommen, dass der Großen Koalition endlich mal ein vernünftiges Gesetz gelungen ist. Aber für die Ausführung bekommen Sie von mir eine saftige 5. Denn das Gesetz hat enorme Schwachstellen. Ich will Ihnen 3 davon nennen. Erstens, es ist gestaltungsanfällig. Soll heißen, es eröffnet wieder einmal Spielraum für ein gezieltes Investieren findiger Spekulanten, die Unternehmensverluste nur für steuerliche Vorteile nutzen wollen.
Darauf hat übrigens auch der Bundesrat hingewiesen und gar von erheblichem Gestaltungspotenzial gesprochen. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bundesregierung hier wieder einmal so eine komplizierte Regelung vorlegt, dass sogar den Juristen bereits nach kurzer Zeit die Augen wehtun. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Großen Koalition, wir von der Linken haben es wirklich satt, dass Sie immer wieder Gesetze verabschieden, die den Konzernen stets neue Steuerumgehungsmöglichkeiten bieten. Zweitens. Das Gesetz geht mit erheblichen Steuermindereinnahmen einher. Im Entwurf selbst werden die Mindereinnahmen auf insgesamt 600 Millionen Euro jährlich beziffert. Das trifft vor allem die Kommunen Eiskalt, haben wir schon gehört. 235 Millionen Euro werden den Gemeinden fehlen für Straßen, Schulen und Krankenhäuser. Und das ist bei Weitem nicht das Schlimmste. In der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf wurde vom Sachverständigen Professor Jaras erörtert, dass es bei voller Nutzung aller Verlustvorträge durch die deutschen Kapitalgesellschaften knüppeldick käme. Denn dann könnten in den nächsten Jahren Steuerausfälle von insgesamt bis zu 150 Milliarden Euro drohen. Meine Damen und Herren, das ist schlichtweg eine Katastrophe auf Kosten der Gemeinschaft der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dritter und letzter Punkt und sozusagen das i-Tüpfelchen. Insbesondere Start-ups werden wahrscheinlich überhaupt nicht von den Regelungen profitieren. Die Möglichkeit der steuerlichen Verlustverrechnung ist nämlich an die Voraussetzung gebunden, dass das Unternehmen seit mindestens 3 Jahren bzw. seit seiner Gründung ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb unterhält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere in den ersten Jahren nach Gründung gibt es bei Start-ups-Unternehmen noch laufend Anpassungsbedarf und entsprechende Umstrukturierung. Zum Beispiel kann es sein, dass Abläufe in der Produktion oder vielleicht auch das Produkt selber geändert werden müssen, um am Markt die richtige Nische zu finden. Genau das wäre dann aber möglicherweise ein Ausschlussgrund, um in den Genuss ihres Steuergeschenks zu kommen. Und wenn aber insbesondere die, die von einem Gesetzentwurf explizit profitieren sollen, am Ende gar nichts davon haben, dann ist das ganz, ganz schlechte Gesetzgebungsarbeit. Meine Damen und Herren von der Großen Koalition, mit diesem Gesetz werden Sie nicht den kleinen Start-ups helfen, sondern wieder einmal unter Inkaufnahme erheblicher Steuermindereinnahmen Tür und Tor für die großen Zocker öffnen. Die Linke kann dieses Gesetz nur ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit die Kritik der Linksfraktion. Weiter geht es jetzt mit Lothar Binding für die SPD, deren finanzpolitischer Sprecher er ist. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, es ist ein kompliziertes Gesetz. Normalerweise ist es ja so, Sie bekommen Lohn, zahlen Lohnsteuer. Jemand macht Gewinn im Unternehmen, zahlt er Gewinnsteuer. Hat er im letzten Jahr Verlust gemacht, dann kann er die Verluste in diesem Jahr gegen den Gewinn gegenrechnen. Das ist auch fair, weil dann hat man den Gewinn über die 2 Jahre zum Beispiel fair zu versteuern. Bis dahin alles in Ordnung. Nun gab es Leute, die haben in der Vergangenheit so Verluste angefangen zu sammeln und zu kaufen und so zu sortieren, dass sie, wann immer ein Gewinn vorbeikam, diesen Gewinn aus steuerlichen Gründen vernichtet haben, um die Steuer zu sparen. Das nannten wir Mantelkauf. Die Leute haben Mäntel gekauft, wo Verluste drin waren, um sie über Gewinne zu legen, dass man keine Steuern mehr bezahlt. Das wollen wir verhindern. Und das hat bei uns einen kurzen Namen, das heißt Körperschaftssteuergesetz, § 8c. Und er hat auch richtig gut funktioniert. Und natürlich hat er auch Schwachstellen. Kollege Pitterle hat jetzt gesagt, das neue Gesetz hat auch Schwachstellen. Und ich muss in allen 3 Punkten recht geben. Es ist gestaltungsanfällig wie jedes Gesetz. Wir kennen überhaupt kein Gesetz, das nicht gestaltungsanfällig ist, weil kaum gibt es ein Hindernis auf der Straße, suchen wir einen kleinen Umweg. Es wird auch Steuermindereinnahmen geben, allerdings das gezielt, weil wenn ich jemandem was helfen will, kann es sein, dass diese Hilfe was kostet. Das kann auch hier sein, machen wir ganz bewusst, weil wir sagen, es erwischt vielleicht die Kommunen eiskalt. Vielleicht hilft es aber auch den Kommunen sehr viel weiter, wenn bei ihnen neue Unternehmen Dynamik entfalten, wirtschaftliche Dynamik, und dann Gewinne erzeugen, die fair versteuert werden. Insofern ist das was sehr Gutes.
Und eine absolute Zielgenauigkeit hat das Gesetz auch nicht, weil es auch für Unternehmen gibt, die keine Start-ups sind. Das stimmt, die Zielgenauigkeit leidet ein bisschen. Allerdings müssen wir uns nochmal über den Unterschied zwischen Behauptung und Beweis unterhalten. Wenn ein Professor in einer Anhörung etwas behauptet, könnte es klug sein, dies auch zu beweisen. Leider hat der Professor Jaras das vergessen zu tun, wäre klug gewesen. Also, wir suchen schon lange nach Möglichkeiten, innovativen Unternehmen, was ist eigentlich ein innovatives Unternehmen? Die machen was Neues. Die suchen nach neuen Dingen, wollen im Markt was Neues entwickeln. Und gerade in den letzten 20 Jahren wissen wir, viel Neues entstanden, oft zu unserem Besten, manchmal auch nicht immer nur zu unserem Besten. Jedenfalls hat es unsere Wirtschaft und uns auch vorangebracht. Wir sagen dazu auch Start-ups. Also Start-up heißt ja eigentlich anspringen. Ich hatte früher so einen VW-Bus, der hatte damit einige Probleme, mussten immer Leute kommen und helfen. Das kann hier auch sein. Auch ein neues Unternehmen hat sozusagen manchmal Probleme anzuspringen und da braucht man fremde Leute, die helfen. Und genau das soll eigentlich dieses Gesetz leisten. Und warum haben wir den Blick darauf geworfen? Eigentlich fühlen wir uns doch ganz wohl in unserer unternehmerischen Landschaft. Wir haben aber gesehen, dass in den USA, gut, die USA sind größer als Deutschland, aber in den USA fließen in Start-ups in dieser Förderung, über die wir reden, ungefähr 60 Milliarden. Jetzt hätten wir gedacht, in Deutschland, das werden vielleicht auch so 15 sein oder 20 Milliarden. Es sind aber nur 1,3 Milliarden. Und das hat uns doch zu denken gegeben, haben wir gesagt, das ist irgendwie im Vergleich doch zu wenig. Und deshalb will ich noch mal kurz sagen, dass aber auch nach dem Paragraphen, der sich um den Mantelkauf kümmert, schon sehr viel möglich war, nur eben kein Mantelkauf. Also wenn zum Beispiel so ein Business Angel Geld gibt in ein Startup, in ein neues Unternehmen, dann ist es bisher so, dass der oft sehr viel mehr bezahlt hat, als die Buchwerte in diesem Unternehmen darstellen. Also hat eigentlich mehr bezahlt, als er dafür bekommen hat. Warum? Weil er hofft, dass das Unternehmen eines Tages Gewinn macht, er an diesem Gewinn teilhat, er hat sozusagen eine Hoffnung auf Patente, er glaubt an die Idee. Und dann war es bisher so, dass sozusagen dieser Mehrpreis, den er bezahlt hat, stille Reserven waren. Und jetzt was ganz Besonderes, das war für ganz viele, auch für Startups, eine gute Lösung. Weil nämlich der Verlust, der dann möglicherweise entstand, genutzt werden konnte, solange er diese stillen Reserven nicht überstieg. Also wenn jemand große stillen Reserven erzeugt hat, hat er auch große Möglichkeiten, den Verlust zu nutzen, selbst bei, wie wir sagen, bei schädlichem Beteiligungserwerb. Und das war eine sehr gute Möglichkeit im 8c. Bei Gesellschafterwechsel bis 25% passierte gar nichts. Zwischen 25% und 50% waren die Verluste ratierlich oder quartal zu verwerten. Und erst ab 50% Beteiligung waren die Verluste komplett weg. Wie gesagt, der 8c war eine gute Lösung für viele, aber nicht für alle. Und um die, für die es keine gute Lösung im 8c gab, um die kümmern wir uns heute. Denn das haben wir auch schon gehört, der Kollege Murmann hat das schon angedeutet, in so einem jungen Unternehmen, da ist natürlich eine hohe Dynamik. Da gibt es oft Eigentümerwechsel, Leute kommen, wollen Geld geben, wollen es zurückgeben, es wieder. Also das ist kein ganz gerader Pfad, das ist ja klar, weil eine sozusagen unbekannte Strecke begangen wird. Und deshalb muss man auch schauen, dass man da besonders hilft. Und dann ist noch eine zweite Besonderheit, dass die Finanzierung solcher Unternehmen ja oft nicht über einen normalen Bankkredit läuft, sondern es läuft häufig über Beteiligungskapital. Und das ist eine etwas andere Landschaft, als wir sie üblicherweise haben. Und deshalb waren wir auch froh, dass es BMW und auch die AG Wirtschaft, deshalb spricht ja heute Matthias Ilgen noch zu diesem Thema, den Gedanken hatten. Wir danken dir nochmal für deinen Brief. Das war ja auch die Initialzündung. Gibt ja immer mehrere gute Väter für gute Ideen. Und die haben eine Lösung entwickelt und die nennen wir heute 8D. Was uns gewundert hat, muss ich sagen, ist nicht, was das BMF aufgeschrieben hat, uns BMW. Was uns gewundert hat, ist, dass trotz wissenschaftlicher Betreuung, und wir haben ja mit den Wissenschaftlern gesprochen, in dem Gesetzentwurf ein riesiges Schlupfloch formuliert war, die Altverluste, und wir reden dann von einem richtig dicken dreistelligen Betrag, und der ist auch eher bewiesen, der ist sogar noch größer als 150 Milliarden, dass man möglicherweise die hätte aktivieren können und damit das ganze Gesetz zunichte machen, dass wir dank der Expertise im BMF und auch den Kollegen aus Nordrhein-Westfalen dieses Schlupfloch jetzt schließen konnten im Entwurf. Davon versprechen wir uns sehr viel. Bitte?
Das war nicht gewollt, sondern das Schließen der Schlupflöcher ist gewollt. Das ist ja unser Beruf als Finanzpolitiker, solche Schlupflöcher zu schließen. Aber wir kennen die Kreativität am Markt, gibt immer wieder neue. Und deshalb ist es ganz gut, jetzt ein Regime zu schaffen, in das man auf Antrag kommt mit starken Restriktionen, hat Kollege Murmann schon vorgetragen, was alles sein muss, damit ich überhaupt in den 8D komme. Also insofern denken wir, der 8D ist erfolgreich, aber hat einen kleinen Nachteil, die Zielgenauigkeit, der gilt wieder für alle Unternehmen, auch für die, die wir gar nicht gemeint haben. Das ist ein Wermutstropfen, müssen wir in Kauf nehmen, sonst wäre es nicht europarechtskonform. Also ich fasse zusammen, der 8C hemmt das Start-up-Unternehmen. Der 8D begünstigt auch gelegentlich die Falschen. Und in diesem ewigen Zielkonflikt war die Evaluierung eine sehr gute Lösung. Dann wissen wir in 3 Jahren, ob wir gute Weihnachten feiern können oder nicht. Und ich glaube, auf dieser Basis sollten wir das Gesetz heute beschließen und in 3 Jahren mal nachschauen oder in 4. Schönen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner für die Lothar Binding war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner ist jetzt Thomas Gampke, Bündnis 90 Die Grünen. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Die Verlustverrechnung ist ein Thema, mit dem wir uns als Grüne schon lange beschäftigt haben. Und ich glaube, schon vor 4 Jahren haben wir ins Wahlprogramm geschrieben, wir wollen den Verlustuntergang für innovative Unternehmen nicht zulassen. Warum? Weil innovative Unternehmen ja erstmal investieren, das ist Forschung und Entwicklung, und diese Gelder dann später mit Gewinnen verrechnen wollen. So wie in einem Konzern, das passiert, Kollege Binding hat darauf hingewiesen. Und nicht, lieber Kollege Murmann, weil Sie so sympathisch darum geworben haben, sondern weil die Inhalte ja stimmen. Das Ziel wird von uns absolut unterstützt. Wie kann man eine ökologische Wende der Wirtschaft, wie kann man eine Energiewende, eine Verkehrswende denn machen ohne Innovation? Deshalb war uns das ein großes Anliegen. Und seit 2,5 Jahren wird über das Thema nachgedacht. Und im September dieses Jahres wurde dann ein Entwurf, wie das Problem zu lösen sei, vorgelegt. Die Ziele waren klar. Wir wollen eben nicht allgemein, sondern Innovationen fördern. Wir wollen eben es gestaltungssicher machen, sodass die ursprünglichen Themen des Mantelkaufes eben nicht berührt sind. Und wir wollten eine hinreichende Flexibilität, und das ist ein ganz wichtiges Ziel für unternehmerische Entscheidungen haben. Und wir mussten das und wollten das im Rahmen der beihilferechtlichen Vorgaben der EU machen. Lassen Sie mich da ein Wort nur dazu sagen. Das klingt immer so, als ob so die böse EU uns Grenzen setzt. Warum macht die EU das? Und da stehen wir dazu hoffentlich, weil wir Wettbewerb nicht eindämmen wollen durch singuläre Maßnahmen in den nationalen Gesetzgebungen. Das heißt also, was da immer so rüberkommt, es soll beihilferechtlich unproblematisch sein, ist im Grunde genommen auch ein vernünftiges und richtiges Ziel, das man sehr ernst nehmen muss. Ich verhehle ja nicht, dass das keine einfache Angelegenheit war. Aber wir müssen jetzt schon schauen und kritisch darauf schauen, sind denn die Ziele wirklich erreicht worden oder einigermaßen erreicht worden? Wir wissen, dass es nie ein wirklich gestaltungssicheres Gesetz gibt, aber die Frage ist, in welchem Umfang. Und da muss ich Ihnen sagen, konnten wir uns nicht, so gerne wir das gemacht hätten, für eine Zustimmung in der Bewertung entscheiden. Warum nicht? Einmal noch mal das Thema EU-Recht. In dem Berichterstattergespräch, leider erst vorgestern, was ein bisschen andeutet, wir hatten mal gerade 2 Monate Zeit, im Parlament überhaupt über eine doch sehr komplexe Sachlage zu beraten. Aber nicht die Lösung. Ich fragte Herrn Murmann noch vor 2 Monaten und fragte ihn, was sind denn nun die Rahmenbedingungen? Und er sagte, ich weiß es noch nicht, das BMF hat noch nicht gesprochen. Das BMF hat eben erst Ende August gesprochen und selber den Antrag erst Mitte September vorgelegt. Und auf die Frage eben nach dem Beihilferecht hat man gesagt, so ganz lapidar, na ja,
das Wirtschaftsministerium sozusagen hat uns einen Freibrief gegeben. Und ich meine, das ist zu dürftig. Wir kriegen keinen Letter of Comfort, das ist richtig, aber nach unserer Auffassung hätte man dort eben doch noch mal intensiver nachdenken und sprechen müssen, um zu schauen, ob es wirklich beihilferechtlich unproblematisch ist. Warum? Weil die Unternehmen brauchen Rechtssicherheit. Wir haben ja gerade festgestellt, dass der Paragraph 8d eben einer ist, dass wenn man da rausfällt, eben der Verlustuntergang wirklich komplett ist. Und es gibt keine Heilungsmöglichkeiten. Und das Gleiche gilt, und jetzt komme ich auf den zweiten wesentlichen Punkt zu sprechen, das Gleiche gilt, wenn ich eben eine Veränderung des Geschäftsbetriebes habe. Und ich glaube, wir haben Ihnen als Grüne sehr eindrucksvolle Beispiele nennen können. Die sind auch genannt worden in der Anhörung, zum Beispiel von dem Vertreter der Bitkom, die ja auch mit uns eigentlich dort eine vernünftige Lösung gesucht haben, indem sie gesagt haben, wir brauchen gerade für innovative Unternehmen einen größeren Bewegungsspielraum, als wir jetzt in dem Gesetz übrigens auch mit unsicheren Rechtsbegriffen reingeschrieben haben. Und es hätte eine bessere Lösung gegeben, Herr Kollege Binding. Wir hatten einen Gesetzentwurf für die steuerliche Forschungsförderung vorgelegt. Das wäre sicher gewesen. Da habe ich eine große Zustimmung überall gesehen. Das haben wir in die nächste Legislatur verschoben. Ich bedauere das. Uns Grünen hätte es besser gefallen, wenn wir das in dieser Legislatur gemacht hätten. Da war ein Gesetzesentwurf vorbereitet. Und wenn wir uns hier ein wenig mehr Zeit genommen hätten, um es gestaltungssicher hinzukriegen, EU-rechtskonform hinzukriegen, dann hätten wir ein gutes Gesetz gemacht. Wir können uns leider heute nur enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas Gammke war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nächster Redner ist jetzt Hans Michelbach, CDU/CSU. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Innovationen sind das Gebot der Stunde. An ausgezeichneten Ideen mangelt es in Deutschland ja nicht. Vielmehr haben wir ein Problem bei der Umsetzung der Ideen in die Praxis. Wie aber gelingt es, hervorragende Ideen zu marktreifen Produkten zu machen? Wie kann die Politik dafür sorgen, dass die guten Ideen nicht in der Schublade landen, sondern zur Grundlage eines Unternehmens werden, um damit einerseits Geld zu verdienen, auf der anderen Seite neue Arbeitsplätze zu schaffen? Das sind die entscheidenden Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir uns für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Standortpolitik stellen müssen. 2015 gab es 388.000 Existenzgründungen. Allerdings ist die Zahl leider rückläufig. Das ist ein gefährlicher Trend, den wir stoppen wollen, liebe Freunde. Denn wir werden unseren Wohlstand nur sichern können, wenn wir unseren Unternehmen die besten Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Unser Wirtschaftsstandort ist auf eine funktionierende Generationenbrücke, eine stetige Erneuerung dringend angewiesen. Deshalb ist es gut, dass wir heute eine Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung auf den Weg bringen. Für deutsche Unternehmen und speziell für Start-ups entsteht mit der Einführung des 8D-Körperschaftssteuergesetzes eine wichtige steuerliche Verbesserung, meine Damen und Herren. Das sollten wir heute festhalten. Das bedeutet mehr Steuergerechtigkeit für die Zukunft, mehr Planungssicherheit, mehr Wachstumsperspektiven mit Wagniskapital, mehr Liquidität und mehr Investitionen und damit mehr Arbeitsplätze. Das ist das Ziel und das ist der Erfolg dieses Gesetzes, meine Damen und Herren. Und das ist nicht nur ein gutes Zeichen für die Handlungsfähigkeit unserer Großen Koalition, sondern insbesondere ein gutes Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Bisher hat der 8C-Körperschaftssteuergesetz zu einem Verlustuntergang vielmals geführt und zu einem erheblichen unternehmerischen Risiko
beigetragen. Die Verluste sind nur dann nicht weggefallen, wenn die Körperschaft die stille Reserveklausel oder die Konzernklausel erfüllt hat. Die Praxis hat aber gezeigt, dass diese Maßnahmen zu eng gefasst waren. Deshalb müssen wir auch immer wieder in der Steuerpolitik auf den Grundsatz des Nettoprinzips schauen, meine Damen, meine Herren. Der Verlust in einem Unternehmen ist in Wirklichkeit kein Missbrauch, sondern ein Verlust von Liquidität, die besser natürlich in eine neue Entwicklung gesteckt wird. Verluste sind in Unternehmen echte und werthaltige Vermögensgegenstände, da sie bei der Erzielung von ertragsteuerlichen Einkünften entstanden sind. Natürlich muss man auch Missbrauch eindämmen, und das haben wir auch getan. Aber bisher hat der Einstieg eines neuen oder eines weiteren Gesellschafters oftmals zu einem Wegfall von Verlustverrechnungspotenzial geführt. Und das ist nun mal eine Ressourcen- und eine Liquiditätsvernichtung, die wir uns nicht leisten sollten, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir das heute beseitigen. Das ist der Erfolg, der erfolgreiche Weg für die Zukunft, meine Damen und Herren. Und wenn wir bei Einkünfteerzielung echte Vermögensverluste entstanden sind, sollte nach dem verfassungsrechtlichen Nettoprinzip steuerliche Verluste eigentlich grundsätzlich Berücksichtigung finden. Deshalb erhalten mit dem heutigen Gesetz vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe einfach neue Steuergerechtigkeit und zukünftig neue Impulse, um in neue Produkte, um in die Digitalisierung zu investieren oder investieren zu können. Vor allem ist es essentiell, den Wagniskapitalmarkt und die Gründerszene zu stärken. Wir vereinfachen den Zugang zu privatem Beteiligungskapital und schaffen damit die Grundlage für Wachstum und neue Arbeitsplätze. Und Ihnen wird es mit dem heutigen Gesetz zukünftig besser gelingen, Investoren für zukünftige Geschäftsmodelle zu gewinnen. Die neue Ausrichtung ist an verschiedene Konditionen ausgerichtet. Das ist auch richtig. Wir haben bewusst hier Missbrauchsmöglichkeiten eingedämmt. Aber ich glaube, unter dem Strich war das ein erfolgreicher Verhandlungsweg, der hier von unserem Berichterstatter Philipp Murmann und natürlich seinen Partnern geführt wurde. Zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich herzlichen Dank Professor Dr. Heinz Riesenhuber sagen. Der hat seit vielen Jahren dafür geworben, dafür gekämpft, dass es mehr Wagniskapital gibt, und hat dafür in der Politik geworben. Lieber Heinz, heute zu deinem 81. Geburtstag liefern wir, nicht unbedingt pünktlich, aber wir liefern dir, wir gratulieren dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen wir Heinz Riesenhuber, das Geburtstagskind. Oder vielleicht sollte man besser sagen, der Geburtstagsmann, der hier Glückwünsche bekommen hat in dieser Debatte. Nächster Redner ist jetzt Matthias Ilgen für die SPD. Wir haben dieses Thema in den letzten Jahren im Ausschuss unterhalten. Und wie Sie wissen, der Erfolg hat immer sehr viele Väter. Per Steinbrück und ich haben für unsere Fraktion mal so ein Thesenpapier geschrieben über 29 Vereinfachungsthesen im Steuerrecht, was man machen könnte, um sozusagen praktische Probleme zu lösen. Und einer der ganz dicken Kernpunkte war diese Frage Körperschaftssteuer 8c. Nun ist der Kollege Pitterle von den Linken leider schon entschwunden. Er muss in einen wichtigen Untersuchungsausschuss. Von daher sei das vorher erwähnt. Das ist schade, weil ich hätte ihm gern selbst gesagt, dass er trotzdem nicht verstanden hat, was wir mit diesem Gesetz tun wollen. Er hat nämlich kritisiert und gesagt, ja, das ist wieder so ein neues Steuerschlupflochmodell quasi, lädt die Konzerne ein, neue Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. Was er aber nicht verstanden hat, ist, dass wir gerade mit diesem Gesetz versuchen, kleine und junge und innovative Unternehmen, das mögen GmbHs sein rechtlich, aber die sind nicht in Konzernstrukturen am Anfang unterwegs, sondern sind von Gründern, Eigentümer geführt in der Regel, die gleichzustellen. Wir reden in Europa den ganzen Tag und hier auch im Deutschen Bundestag immer so schön vom Level Playing Field, also von den gleichen Rahmenbedingungen. Und die wollen wir eben hier auch für die Start-up-Szene endlich schaffen an dieser Stelle, dass die ihre Verluste dann, wenn das berechtigt ist, genauso loswerden können wie andere. Und Herr Kollege Gamke, ich finde das in Ordnung, dass wir über steuerliche Forschungsförderung reden wollen. Und das braucht sicherlich ein extra Gesetz an der Stelle. Aber man darf das
hier nicht in einen Topf schmeißen mit der Fragestellung, wie gehen wir mit berechtigten Verlusten, die sozusagen entstehen am Anfang eines Unternehmens, wenn investiert wird und wenn natürlich noch kein Gewinn erzielt werden kann, weil noch keine Produkte am Markt sind, weil noch kein Geschäftsmodell vollständig ausgereift ist. Das darf man nicht in einen Topf schmeißen und sagen, wir können dem einen nicht zustimmen, weil wir das andere auch wollen. Stimmen Sie dem einen zu und dann machen wir das andere auch noch gemeinsam. Das wäre die Lösung an dieser Stelle. Wir Wirtschaftspolitiker stellen täglich bei unseren Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern und insbesondere den jungen und innovativen Unternehmen in diesem Land fest, dass wir viele Hemmnisse haben, die wir manchmal gar nicht als Politiker so sehen, deswegen, weil wir alle unsere Gesetze, und ich finde, das hat der Kollege Binding so schön gesagt, in bester Absicht machen hier im Deutschen Bundestag, weil wir versuchen, Lösungen und Rahmenvorschläge so zu machen, dass der Staat und eben auch die Wirtschaft funktionieren kann. Auf der anderen Seite gibt es manchmal eben auch Paragraphen, die dem einen oder anderen hinderlich sind für das, was er tun will. Und wenn man das feststellt, dann muss man die Ehrlichkeit haben und sagen, wir gucken uns an, was würde das bedeuten, wenn man das macht. Und man macht einen Lösungsvorschlag. Das ist ein Weg, wie man ihn gehen kann. Und natürlich ist Gesetzgebung auch immer Trial and Error, das wissen wir. Und deswegen begrüßt die SPD-Bundestagsfraktion eindeutig die Evaluierung nach 3 Jahren. Dann werden wir nämlich Zahlen an der Hand haben und schauen können, wie sich das entwickelt hat. Aber die Horrorszenarien, die hier an die Wand gemalt worden sind, von Milliarden und Milliarden, das wird nicht stattfinden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das wissen Sie auch. Sie sagen das hier wieder besseren Wissens. Mal sehen, was Sie evaluieren. Sind wir alle gespannt miteinander. Der Bereich Wagniskapital muss trotzdem auch in den kommenden Jahren weiter genau angeschaut werden. Wir müssen aufholen, denn es, Lothar Binding hat hier die Vereinigten Staaten von Amerika genannt, die Vorzeigeland sozusagen bei dieser Entwicklung sind. Aber auch das Schauen in die europäische Nachbarschaft lohnt sich, denn wenn man nach Großbritannien, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, wir hatten gerade einen Brexit und diese Geschichte, aber wir können ja mal nach Holland gucken. Und wenn ich da feststelle, dass die pro Kopf sozusagen ein X-faches an Wagniskapitalinvestitionen haben wie in der Bundesrepublik Deutschland, dann stelle ich doch fest, man kann da besser werden, auch ohne dass man sozusagen alle Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen in diesem Bereich aufgeben muss und sozusagen nur noch den amerikanischen Wilden Westen hat. Ich glaube nicht, dass die Holländer den haben, sondern es lohnt sich, in die Nachbarschaft zu gucken und in den kommenden Jahren auch hier weiter Projekte in diese Richtung umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Matthias Ilgen war das für die SPD-Fraktion. Und jetzt Heinz Riesenhuber, bereits angesprochen, der heute Geburtstag hat. Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen, es ist sicher nur ein Zufall, dass dieses Gesetz ausgerechnet an meinem Geburtstag beschlossen werden soll. Gell? Aber ich gebe zu, dass ich mich freue. Und Hans, du hast das zusammen mit Philipp Murmann in großer Herzlichkeit und Beharrlichkeit im Finanzausschuss vorangetragen. Also herzlichen Dank an alle unsere Finanzer. Herr Binding, Sie waren mit genauso solcher Entschlossenheit dabei. Sonst wäre es uns nicht gelungen, gell? Also in nobler Beiläufigkeit hat Herr Gamke angesprochen, dass die Europataglichkeit ein bisschen spröde zu behandeln sei. Gell? Ich freue mich, dass Sie seit 4 Jahren daran arbeiten. Wir haben es vor 12 Jahren schon mal versucht. Gell? Da hatten wir auch eine prachtvolle große Koalition, mit der wir alle glücklich waren. Steinbrück war Finanzminister. Wir haben das Morag geschrieben. Jeder sagte uns, einschließlich des Finanzministers, Europafest, Europafest. An Europa ist es gescheitert. Jetzt haben wir mit Hilfe von Michael Meister, von Helge Braun, von den Staatssekretären des Finanzministeriums die Sache so hingekriegt, dass uns die Leute sagen, das müsste stehen und darauf bauen wir. Da haben wir einige Sachen, die wir in ein paar Jahren anschauen werden, 2, 3 Jahren, dann evaluieren wir die Sache mit dem Geschäftsbetrieb. Gut, der Begriff ist zum Glück ziemlich vage, gell? Aber da haben wir bei jungen Unternehmen Dynamiken, die nicht ganz leicht juristisch einzufangen sind. Aber die Juristen unterstützen uns und damit wird die Weisheit zugehen. Dass diese Sache wirklich hier dauerhaft grundsätzlich ist, haben die USA vorgemacht. Die größten Firmen der Welt sind hier jung.
vielleicht 20 Jahre alt, manche noch jünger. Google, Facebook, Microsoft ist wenig älter. Sie können sie durchdeklinieren. Das waren alle Start-ups. Und diese Start-ups sind jetzt nicht hier plötzlich entstanden, weil die Zeit reif war, sondern es war hier der Erfolg einer langjährigen Arbeit an einer enormen Innovationskultur, die in den USA entstanden ist, seitdem die damals, 1958 war es, die SBICs gegründet haben, die Small Business Investment Corporations. Und das Ding hat sich entwickelt. Dann hat man flankierend die Kapitalertragssteuer, die Capital Gains Tax halbiert. Und die Sache blühte und gedieh. Und inzwischen haben in 2100 Fonds investiert, 166.000 Investments durchgezogen. Das heißt also, inzwischen haben wir da eine breite Dynamik. Und da sind es nur einige, die dann durchgebrochen sind und so erfolgreich gewesen sind. Und genau diese Landschaft brauchen wir für die nächste Runde unserer Arbeit auch. Und wenn Sie heute übers MIT-Campus gehen, da sitzen die jungen Leute an einem schönen Sommertag und die quatschen dann hier natürlich auch die Jungs über die Mädchen und die Mädchen über die Jungs, aber die quatschen auch über die Ideen, die sie haben, um mal reich zu werden, gell? Und einige werden reich. Und wenn die reich werden, ist es ungemein anregend für die anderen. Wenn wir an einigen Stellen dann wirklich den Durchbruch haben und vorzeigen können, was geschehen ist, wird die Welt anders. Als aus dem Spurinstitut der Mitte der 80er Jahre hier in Berlin 2, 3 Gründer rauskamen, haben die anderen, die Kollegen gelächelt. Ein sicheres Beamtenverhältnis und der Mensch gründet. Die waren erfolgreich. Plötzlich hatten wir innerhalb weniger Jahre 1,5 Dutzend Gründungen, die fröhlich im Markt sich bewegt haben. Und dieses jetzt wieder hinzukriegen, das wird die große Aufgabe sein. Wir haben, es wäre jetzt faszinierend, wenn Sie mir noch eine Viertelstunde geben, Frau Präsidentin, werde ich das im Einzelnen erläutern, zu zeigen, wie wir seit dem Programm 1982 technisch orientierte Unternehmensgründung, BTU, BJTU, der Staat hat sich immer weiter zurückgezogen, der hat Gründerzentren gegründet, Technologieparks. Es ist da schon eine prachtvolle Landschaft, denn schon bis der neue Markt hier funktioniert hat und von der Börse eingerichtet wurde. Und dann platzte die Blase. Und seitdem sind die Leute ein bisschen deprimiert, gell? Aus einer Depression entsteht wenig Dynamik. Und da wieder jetzt einen Schwung zu setzen. Der Staat hat geholfen mit großen Fonds, EIF, RRP, mit KfW-Fonds. Der hat geholfen mit Exist und der Hightech-Gründerfonds. Wunderbare Sachen, alle in Ordnung. Aber damit hat man hier die Zukunft hier nicht gekriegt. Das entsteht aus Wagniskapitalgesellschaften, die über eigenes Geld kämpfen mit einer Innovationskraft und Entschlossenheit, die ein Beamter nicht immer aufbringen sollte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute ein großes Gesetz und ich sehe mit Zuversicht, dass es auf große Zustimmung stößt, gell? Dann wird die nächste Runde hier besser sein, denn wir haben noch einiges vor uns. Der Wolfgang Schäuble, der Bundesfinanzminister, als ein ungemein dynamischer, innovationsfreudiger Finanzminister, hat uns angekündigt, 10 Milliarden Growth Fund in den nächsten 10 Jahren. Das ist schon mal ganz beachtlich. Denn manche kriegen wir hoch bis auf einen Firmenwert von vielleicht 20 Millionen, aber dann fehlt's. Und hier kommen wir jetzt mit beachtlichen Beträgen. Ich bin voller Dankbarkeit und Bewunderung für den Finanzminister. Wir haben auch kleine Sachen, gell? Die Umsatzsteuer auf der Management-Fee, das ist eine Zehnerpotenz kleiner als das, was wir heute beschließen. Aber ein Riesenhebel, weil das direkt an die Kasse der Leute geht, gell? Wenn es etwas, wenn jemand die Wahl hat, hier zu gründen und erfolgreich zu sein oder in Luxemburg und dafür 20% mehr verdient, dann ist es eine große Versuchung. Wir müssen uns schauen, ob wir hier die Transparenz der Vermögensverwaltung noch mal gesetzlich regeln. Wir haben also noch einige schöne Punkte. Aber heute freuen wir uns dran, dass uns hier etwas gelingt.
ein dicker Schritt mit einer breiten Unterstützung dieses dynamischen Parlaments. Auch der Herr Gamkert nur höflichkeitshalber dagegen gestimmt oder sich enthalten. Und was daraus entsteht, ist, dass ein bisschen mehr Luft ist für die Leute, die was selber machen wollen, die nicht versessen drauf sind, 38 Stunden in der Woche zu arbeiten, sondern entschlossen sind, erfolgreich zu sein. Und die stolze und demütige Aufgabe eines Abgeordneten ist, dafür zu arbeiten, dass andere glücklich und erfolgreich sind, ohne Rücksicht auf unsere 38-Stunden-Woche. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war also die Rede von Heinz Riesenhuber hier an seinem Geburtstag. Jetzt wird abgestimmt. Es geht also um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur steuerlichen Verlustrechnung bei Körperschaften. Der Finanzausschuss empfiehlt, also bei Unternehmen, bei Firmen, diese steuerlichen Verlustrechnungen, also die Möglichkeit, steuerliche Verluste gegen spätere Gewinne anzurechnen, soll also ausgeweitet werden. Und darüber wird jetzt abgestimmt. Wie zu erwarten war, stimmen die Fraktionen der Großen Koalition für den Gesetzentwurf der Bundesregierung, die Linken dagegen. Bündnis 90, die Grünen enthalten sich.